Upsa. Ich komme immer wieder auf den falschen Bildschirm hier. Aufs falsche Fenster. Wo waren wir jetzt gewesen? Hier an der Autobahn. Da war die Fußgängerbrücke. Und diese Fußgängerbrücke, die waren nicht miteinander verbunden. Jetzt könnten wir die natürlich oben drüber noch führen, aber das machen wir nicht. Wir werden die hier runterführen. So. Hat 1. Und hier machen wir das auch. Na, komm schon. Das müssen wir mal anders machen. Da werden wir mal hier rüber bauen. So. Und dann machen wir dieses Teil ab und das auch. Das qualmt ja und dampft hier richtig. Vom Abriss, dann gehen wir hier mal runter. Wir werden dann einfach hier diese Wege miteinander verbinden. Und dann könnt ihr auch die Brücke wieder benutzen. Falls ihr möchtet. Liebe Fußgänger, und siehe da. Sie benutzen aber den Weg da unten nicht. Der ist ihnen nicht ganz geheuer. So, laufen lieber hier rum. Naja. Die Wege der Fußgänger sind wirklich unergründlich. Wie sieht's aus? Wir brauchen wieder Einwohner, heißt es. Wir hängen immer noch bei 36.000. Ja, also würde ich mal sagen, wir werden hier ein neues Wohngebiet in der Fortsetzung bis hierhin hinbauen. Das ist eine Autobahn, das wollen wir nicht. Gerades Werkzeug. So, wie weit kommen wir da? Wir kommen... Ja, wir kommen nur eins weiter hier. So, hier sind jetzt aber schon die stinkenden. Ja, da möchte ich ja auch nicht wohnen. So, da bauen wir hier mal ein kleines Wohngebiet hin, liebe Leute. So, hier dann mal, dann können wir das abreißen hier. Das bringt uns dann nichts. Das werden wir dann lieber mal so legen. Ist ja so eine Art Ersatzleitung, falls mal irgendwo die andere Leitung da kaputt geht oder aus Versehen. So, da haben wir einen Park, da können wir hier wieder einen Park hinmachen. Da haben wir erstmal so ein, da war schon richtig hier so ein, wo ist er denn? Ach, da ganz rechts. So, hier so ein Weg hin. Da machen wir da einen kleinen Park hin. An die Stelle. Einen kleinen Park. Kleinen Park. War das der Park mit Bäumen? Ne, wo ist denn der kleine Park? Da ist er. So, der kleine Park. Der passt da nämlich wunderbar hin. Oder freuen sich die Leute... So, zack. Ja, und hier können wir wieder das groß machen. Also rechte Maustaste wegklicken. Dann ziehen die weg und dann kommen die mit den großen Häusern.
So. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die Oberschule. Oder was ist das jetzt gewesen? Hier. Die Oberschule liegt natürlich da irgendwie auch wieder ein bisschen ungünstig. Denn wir wollen ja noch irgendwann mal diese Strecke verlängern. Also muss ich erstmal die Oberschule einfach mal hier hin. Was ist denn da? Was ist denn das? Feuerwache. Und das ist die, das Krematorium. Da kannst du also nicht hin. Aber du könntest theoretisch dann hier so hin. Na? Ja, ihr seid jetzt traurig. Ach, hier diese Achterbahn der Gefühle. Erst traurig und dann im nächsten Moment gleich glücklich. Dass ihr dann doch so ein Ding habt. So eine Schule. So, wie sieht's aus? Baut ihr schon fleißig. Wir hängen immer noch bei 36.000 Einwohnern, können nichts dazu kaufen. Ja, ich könnte natürlich auch hier noch Wohngebiet hinbauen. Was ist denn jetzt hier mit diesen blöden Kraftwerken? Warum tut sich da rein gar nichts? Ich meine, das ist doch eigentlich, so ein Ding ist doch da eigentlich Unsinn. Ob ich es mal so ein bisschen niedriger stelle? Also wir werden mal, wir haben ja Geld genug, wir reißen sie einfach mal ab. Und bauen sie ein bisschen niedriger wieder auf. Was ist jetzt mit dem Wasser? Ah, jetzt kommt es. Okay. Alles klar. Und hier auch. Prima. So, dann wollen wir das mal so ein bisschen niedriger bauen. Irgendwie mal gucken, ob das dann was bringt. Aber ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt, dass man da jetzt kein Wasserkraftwerk hinbauen kann. Oder muss man es abreißen und wieder neu bauen, weil irgend so ein Patch da irgendwas geändert hat. ...48 MW geschätzt. 64. So, 90 ist eine schöne Zahl. So. Und dann machen wir das hier auch mal. Oder 12. Wir machen die also mal ein bisschen niedriger. So, dann müssen wir hier den Strom verlängern. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht daran liegt, dass da irgendwas gepatcht wurde und dass es dann deshalb mal kurzzeitig nicht geht. So, dann müssen wir die Straße abreißen und auch diese. Und auch diese, weil wir jetzt dann auf ein etwas tieferes Niveau müssen. Mit der Straße, so. So, wunderbar. Ach, und dann machen wir sogar einen automatischen Tunnel. Das ist ja fantastisch. Das kann er also auch. So, dann, das ist jetzt aber zu steil. Versuchen wir es jetzt nochmal. Jetzt geht es. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt ist. Natürlich fließt es jetzt erstmal zurück, das Wasser,
zum Teil. Aber es sollte doch dann... jetzt im Moment außer Betrieb. Außer Betrieb. Gut, vielleicht läuft es ja nur in der Nacht. Aber warum es außer Betrieb ist, das wissen die Götter. Und wenn das jetzt in der nächsten Nacht wieder nicht funktioniert, dann reiße ich die Dinge einfach ab. Die kosten nämlich dann nur unnütz Geld. Die, keine Ahnung, ist auch trocken gefallen hier. Das ist dann nicht so schön. So, dann bauen wir hier mal die nächste Straße hin. So. Ja, diese Abwasser-Dingenskirchen, die müssen wir dann mal irgendwann verlegen. Guck, der Dreck, der bleibt da drin in dieser Bucht, der geht dann nicht wieder raus. So, mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Kein Strom. Gut, ja, jetzt ist es sogar verständlich, weil das Wasser zurückläuft anstatt vor. Und hier schwappt es im Moment auch hin und her. Hier auch. Also das muss ich erstmal einpendeln wieder. Hier fließt es aber ordentlich bergab. Okay. Ja, oder auch nicht okay. Warum auch immer das da jetzt nicht funktioniert, keine Ahnung. So, wie sieht das jetzt aus hier? Was wollt ihr haben? Wohngebiete wieder? Oder immer noch? Und Gewerbegebiete? Habt ihr schon alles vollgebaut hier? Das ist ja der helle Wahnsinn. Ich glaube, ich muss dann doch mal ein Wohngebiet bauen. Und zwar hier irgendwie hin. Machen wir hier mal ein schönes neues Wohngebiet hin, so ein, ja, die schreien nach Wohngebieten, dann kriegen sie Wohngebiete. Oder hier am Fluss. Hier am Fluss wäre auch ein schöner Platz. Naja, lassen wir erstmal das, die Nacht wieder zum Tag werden. Auch mal so ein bisschen beschleunigen das Ganze. Erinnert mich irgendwie an das Leben in einem Ameisenstaat hier. Wie werden denn die neuen Straßen angenommen? Die neue Zufahrt auf jeden Fall gut. Die neue Ausfahrt hier wird nicht angenommen. Naja, gut. Wie sieht das hier generell aus mit dem Verkehr? Ja, sieht man hier auch. Die Zufahrt wird gut angenommen, die Ausfahrt nicht da hinten. Das ist alles soweit okay. Hier ist rot, aber kein Stau.